Liebe Schüler der Tablet-Klassen, jetzt müsst ihr stark sein. Dieses Video ist nicht für euch, sondern für eure Eltern. Also bitte gebt das Gerät einmal an eure Eltern und spielt dieses Video ab. So, liebe Eltern, wir haben inzwischen vier Tablet-Klassen und ich finde tatsächlich, unsere Schüler und ihre Kinder machen das richtig gut, arbeiten fleißig damit. Aber sicher gibt es auch den einen oder anderen unter Ihnen, der sagt, na, ist irgendwie auch ein bisschen seltsam, wie lange hängt mein Kind jetzt an dem Gerät und ist das eigentlich alles so richtig? Und müssten wir da nicht mal ein Limit einsetzen? Tatsächlich habe ich schon erlebt, dass ich irgendwann gegen 9 oder 10 Uhr abends Aufgaben für den nächsten Tag reingestellt habe und mir Schüler noch fröhlich entgegengechattet haben. Das ist ja nicht wirklich gut fürs Kind und das wollen sicher viele von Ihnen auch nicht. Und ich zeige Ihnen jetzt einfach mal, wie Sie da entweder eine Sperre einbauen können oder zumindest beobachten können, wie viel Zeit vertrödelt mein Kind an dem Tablet oder wie viel Zeit arbeitet es fleißig an dem Tablet. Also, erstmal auf das kleine graue Zahnrädchen mit Einstellung tippen. Dann müssen wir hier an der linken Seite runterscrollen, bis wir unter Mitteilungen, Töne, nicht stören, Bildschirmzeit finden. Das mit der blauen Eieruhr. Und dann tippen wir auf Bildschirmzeit aktivieren. Fortfahren. Und dann ganz wichtig unten eintragen, das ist das iPad meines Kindes. Okay, das erste finde ich ist schon mal eine der wichtigsten Sachen, eine feste Zeit für jetzt bleibt das Tablet mal aus und keiner geht mehr dran. Da gibt es eine feste Startzeit, hier bei den Kleinen würde ich sagen 20 Uhr, da kann man ausschalten. Und eine feste Zeit zum Wiederstarten, 7 Uhr ist eigentlich gar nicht verkehrt. Spätestens um 8 brauchen wir die Dinger natürlich, sonst können wir keinen Unterricht machen. Also lieber ein bisschen vorher schon aktivieren. Fertig. Dann kann man noch verschiedene App-Limits festlegen, dass man sagt, okay, soziale Netzwerke oder Spiele werden limitiert. Würde ich empfehlen, machen Sie da erstmal nichts. Kann man dann später immer noch festlegen, falls es Probleme gibt. Wir haben sowieso nicht so viele Spiele hier drauf und solange es keine Probleme gibt, würde ich diese Kategorie erstmal weglassen. Also klicken wir unten auf Später. Dann auf Fortfahren und ganz wichtig, einen Code eintippen. Ein vierstelliger Code, der möglichst nicht 1, 2, 3, 4 ist. Wir haben ja schließlich schlaue Kinder. Falls man den irgendwann vergisst, könnte man sich eine Apple-ID anlegen, an die der Code dann zurückgeschickt wird. Oder wenn man selber ein Gerät hat, das dann eingeben, also sozusagen vom Elterngerät. Ich habe das nicht, ich tippe mal oben links auf Abbrechen. Bist du sicher? Wollen Sie das überspringen? Natürlich bin ich sicher. Überspringen. Okay, und dann sieht das folgendermaßen aus. Erstmal sieht man hier oben immer den Tagesdurchschnitt. Das finde ich ist eigentlich schon eine der wichtigsten Sachen, dass man sieht, okay, mein Kind hat 3 Stunden lang fleißig an Teams gearbeitet, dann noch eine PowerPoint gemacht, super, alles top. Oder, oje, oje, warum ist denn hier Chrome und YouTube die ganze Zeit offen und 4-5 Stunden? Erst dann, würde ich sagen, müsste man hier unten vielleicht auf App Limits draufklicken und sagen, naja, das Chrome, das begrenzen wir aber. Oder Kommunikationslimits, nicht die ganze Zeit chatten. Tatsächlich ist es ja aber auch so, dass wir wirklich intensiv das Ganze nutzen. Von daher, wenn da nicht zu große Probleme auftauchen, würde ich erstmal vorsichtig mit den Limits sein. Tja, ansonsten gibt es hier unten das noch, dass man geräteübergreifend das teilt oder das für die Familie einrichtet. Ich glaube, das brauchen wir erstmal alles nicht. Die Übersicht ist erstmal sehr praktisch. Und dann werden wir alle nur sehen, dass unsere Schüler und ihre Kinder die Tablets einfach wunderbar und fleißig nutzen. Und überhaupt nicht die ganze Zeit zocken. Tja, das war es erstmal schon. Bei weiteren Fragen können Sie uns natürlich gerne kontaktieren.